Ja, hey Leute. Willkommen zur nächsten Präparationsfolge und heute haben wir eine ziemlich verbreitete Art aus den Zuchten. Das ist ein Weibchen von Mecynorhina polyphemus confluens. Wie ihr seht, das Tier durfte lange leben. Es ist zwar noch alles dran, aber hier die eigentlich weiße Zeichnung ist schon etwas gelblich geworden. Das passiert halt, wenn die Tiere sich beim Graben abnutzen, vor allem auch hier vorne auf dem Pronotum ist das schon sehr abgenutzt, diese weiße Färbung. Und hier habe ich euch noch ein Männchen davon mitgebracht, von dieser Art. Ist schon ein uraltes Exemplar. Wie man sieht, da war ich noch nicht so der Beste beim Präparieren. Ist halt ziemlich unschön gemacht, einfach nur die Nadel durchgestochen. Und von unten sind die Männchen auch so weiß. Und die Männchen nutzen sich meist nicht so stark ab wie die Weibchen, weil sie weniger buddeln. Die Weibchen legen schließlich die Eier und graben dann. Und die sind unten nicht weiß, die sind unten komplett grün. Und allgemein sind die Weibchen auch etwas glänzender als die Männchen, wenn ihr das vergleicht. Das Männchen ist eher samtig, matt und das Weibchen eher glänzend. Ja, soweit ich weiß, gibt es in den Zuchten nur die Unterart Confluens und nicht die Nominatform Polyphemus polyphemus. Warum, weiß ich nicht, ob die jetzt so viel seltener sind oder einfach nur nicht zu bekommen. Die unterscheiden sich darin, dass die deutlich mehr weiße Punkte auf den Elytren haben. Also quasi ja, ein bisschen wie ein Dalmatiner von der Punktmenge her, sag ich mal. Müsst ihr mal schauen, ob ihr im Netz Bilder findet, zum Beispiel auf der Seite beetlesofafrica.com. Da findet ihr auch Bilder der Nominatform. Und ja, ist eine sehr verbreitete Art in den europäischen Zuchten. Mittlerweile gibt es da auch richtig große Nachzuchten von und ist somit einer der beliebtesten Rosenkäfer, da er einfach nachzuzüchten ist und auch recht groß wird. Wir fangen einfach an mit der Nadel und ich denke, wir sind hiermit auch wieder flott durch. Und ja, dann bis später. Thank you.
Okay. Ich wollte gerade tatsächlich die letzte Nadel setzen und da bricht doch einfach der linke Fühler ab. Der hängt da jetzt irgendwie noch am seidenen Faden. Ich werde den Käfer dann jetzt erstmal so trocknen lassen. Ich habe jetzt dieses erste Glied trotzdem noch hochstellen können. Und wenn der Rest trocken ist, dann versuche ich den Fühler einigermaßen vernünftig dran zu kleben. Weil wenn ich das jetzt noch machen möchte, müsste ich den Käfer wieder komplett entnadeln. Und deswegen warte ich jetzt einfach, bis er trocken ist. Und dann kleben wir den Fühler dran. Blödes Missgeschick, aber das passiert halt schon mal. So, dieses Weibchen hier hat jetzt ein paar Tage getrocknet. Und ja, das heißt, wir können abnadeln. Das Malheur mit dem Fühler müssen wir mal schauen, ob ich das jetzt hier noch in der Folge mache. Weil das ist dann doch meist recht zeitaufwendig und nervenraubend. das ist er. Also das ist das Weibchen jetzt. Und ich merke gerade auch, dass der Fühler futsch ist. Der wird wahrscheinlich jetzt hier irgendwo auf dem Tisch liegen. Gut, dann hat sich das damit eh geklärt. Dann versuche ich den mal noch zu finden, oder habe ich ihn nicht schon? Ja, hier ist er. Ja, hier ist er. Okay. Wir können es versuchen. Aber wenn es jetzt zu lange dauert, dann werde ich das außerhalb der Kamera machen, sag ich mal. Ich werde dann jetzt mit einer Nadel hier ein wenig Kleber dran machen. So. Und ja, dann versuchen, diesen Fühler da dran zu bekommen. Das ist immer das Blöde, wenn man Pinzetten mal nutzt. Da flitschen einem die Teile immer gerne weg. Aber der ist jetzt zu fein, um es mit den Fingern zu machen. Jetzt muss ich mich beeilen, bevor der Kleber trocknet. Jetzt ist er schon wieder weggeflutscht. Jetzt hängt er eigentlich ein bisschen runter. Eine gute alte Schwerkraft macht es möglich. Mist. Ja. Keine Ahnung, wie ich das jetzt hier noch vernünftig hinkriege. So geht's, aber wahrscheinlich, wenn ich ihn jetzt wieder hinlege, rutscht er wieder runter. Ja. Naja, so bleibt's erstmal. Auf jeden Fall sieht man, dass er angeklebt ist. Aber ja, wenn man nur von
Entfernung auf den Kasten drauf guckt, dann sollte es nicht allzu auffällig sein. Na gut, jetzt seht ihr auch im Groben mal, wie das mit dem Handkleben funktioniert. Meistens dauert es deutlich länger und ist deutlich frustrierender. Oft muss man die Teile dann nochmal in Aceton legen, damit sich der Sekundenkleber löst, weil diese Reste, die dann auf den Gliedern hängen, die ja, verhindern dann, dass man wieder vernünftig ankleben kann. Sieht dann quasi so aus, als wenn die davor fliegen durch diesen durchsichtigen Kleberrest, der dann zwischen den beiden Klebestellen ist. Deswegen muss man das dann ab und zu nochmal in Aceton lösen, damit es wieder einigermaßen vernünftig aussieht. Und ja, da haben wir hier jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass es bis auf das paarmalige Wegflitschen aus der Pinzette so gut funktioniert hat. Naja gut, ich widme mich jetzt direkt den nächsten beiden Präparationen. Die werden dann in einem Video kommen. Zwei Käfer. Und ja, seid gespannt, was es ist. Wir sehen uns dann. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und Daumen nach oben, in die Kommentare schreiben. Abonnieren, wenn nicht schon geschehen. Bis demnächst.